Hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Auf Datumir gibt es gerade kein Vorankommen, ging nicht weiter, wir müssen irgendwie, weil nicht über so eine Schlucht springen, wahrscheinlich. Oder jedenfalls habe ich keinen anderen Weg gefunden, also gehen wir zum nächsten Planeten halt, ne? Da war eine Schwester der Nacht. Und was dann? Wie geht's dir? Alles gut, aber es war klar, dass wir nicht willkommen sind. Sie war nicht allein. Die Brüder der Nacht? Ich glaub schon. Oh nein, es gibt noch mehr davon? Ich weiß nicht viel, aber Cordova sagte, die Brüder der Nacht dienen den Hexen von Datumir. Ein Glück, dass du noch lebst, Kerl. Ja. Können wir bitte starten? Wäre eine Option. Wir können später zurückkommen, wenn du nicht bereit bist. Okay, das ist irgendwie, weiß nicht. Schwestern der Nacht sind sehr schön. Eindeutiges Zeichen, dass ich vielleicht noch nicht hingehen sollte. Okay, dann gehen wir eben nach Sepho. Brauchst du was, Grace? Ja, sicher. Ich bin so richtig in Stimmung für einen schmerzhaften Tod. Kannst du mir auf diesem Todesplaneten etwas in der Art besorgen? Oder? Ich kann das Luftschiff, ich kann das Schiff hier die Klippe unterschmeißen. Für den Rest meines jämmerlichen Lebens Heimsucht. Das wäre wirklich schön, Spinner. Wir kriegen das hin. Ich habe so ein Gefühl, das war etwas Sarkasmus. Keine Ahnung, ob du mich gerade belügst oder nicht. Aber ich erwarte von dir, dass du genau das machst und wenn nicht, werde ich dich heimsuchen. Bitte tu mir einen Gefallen und beeil dich. Ich krieg hier Gänsehaut. Okay. Dann gehen wir mal. Müssen sowieso rein. Was ist also das nächste Ziel? Sehr froh. Wir haben 22% erkundigt. Alles klar. Dann gehen wir mal da ein. Sehr froh. Hoffentlich geht es da ein bisschen geschmeidiger als auf diesem Planeten. Wozu denn? Etwas Kunst an den Wänden würde nicht schaden, dann sieht man mal was Neues. Seit wann haben Sie Ahnung von Kunst? Das war schon immer so. Damals. Fällt mir gerade ein. Neuer Planet, wir müssen mal unsere Klamotten hier ändern. Aber ich habe, glaube ich, gar nichts anderes. Ne? Dann laufen wir hier mit rum. Aber du kannst was anderes. Tundra. Yavin Prime. Und die Mantis. Sie kann auch was anderes sein. Jünger war, habe ich mir alles angesehen, was ich im Jedi-Archiv aufgreifen konnte. Haben Sie es auch bewertet? Nur bewundert. Als ich Sucher wurde, habe ich einiges im Original. Es gibt so viele Kulturen in der Galaxie. Sehr die Untertitel. So, mein Lichtschwert hier bearbeiten, während ihr dahin fliegt, ne? Lass mal wieder mit Grün umlaufen. Rot und Weisheit. Oh, habe ich noch nicht. Keine Ahnung, tun wir irgendwas hier zusammenbauen. Oh, die Farbe kann ich damit ändern. Alles klar. Das Material, alles klar. Cool. Okay, ja, ich muss mich in den Cockpit reinsetzen, ne? Gut, hoffentlich geht es auf den Planeten ein bisschen einfacher zu. Weil war doch schon ein bisschen krass. Ich baue nur ein so ein Lebensding, damit ich meine HP erhöhen kann. Das wäre nicht schlecht. Wenn ich also in auf diesem Planeten noch was finden und der Planet hat irgendwie viel mehr Geheimnisse tun und also was als Datumir laut der Karte. Also ja, vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Warte, ich treffe mal freundliche Leute. Oh, da ist eine Tundra. Wie gut, dass ich alles irgendwie so Tundra ausgerüstet habe. Vom Skin her. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das nur etwas knifflig. Warum siezen die sich alle? Er hat sie auch gesiezt. Freunden. Okay, verstanden, verstanden, verstanden. Oh,
perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Alles klar. Gehen wir wieder auf den Pfad der Story. Herr, hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich habe... Sieht aus, als hätte ich einen Heiligenschein in meinem Kopf, so wie ich positioniert bin. Du solltest aufbrechen. Hier gibt es viel zu lernen. Viel Glück. Ja. Ich brauche nur einmal irgendwie was finden oder kaputt hauen und ich kriege ein Level ab. Ist nicht leicht. Ja, das stimmt. Aber ich denke an die, die an mich geglaubt haben. Wenn ich mich aufgebe, gebe ich sie auf. Solche Leute hast du sicher auch. Prof. Nee, nicht mehr. Ein Freund auf Bracker. Oh, okay. Er hat sich geopfert. Ach ja, der. Er hat an dich geglaubt. Es gibt viele, die von dir abhängen, auch wenn sie es noch nicht. Jetzt nicht so emotional. Wenn man darüber nachdenkt, der in den ersten Minuten schon verreckt ist. BD1 ist hilfreich. Er scheint dich wirklich gern zu haben. Cordova muss Droiden gemocht haben, um so wichtige Informationen bei BD1 zu lassen. Er hat BD1 sicher nur gewählt, weil er die Fähigkeit brauchte, verschlüsselte Infos zu speichern. Diese Erkundungsdroiden sind dafür bestens geeignet. Und das ist bestimmt nicht alles. Ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Okay. So, haben jetzt ja alle auch... Das ist jetzt ganz wichtig. Haben jetzt alle irgendwie so Tundra-Klamotten. Ja. Ja. Der Tundra ist ja Eis, ne? Grease? Wie alle hier hin und her gehen durchs Schiff, ey. Dabei kann ich nicht rennen, ey. Weißt du, wie lange es dauert? Er ist echt nicht hier. Wo ist er? Na gut, dann eben nicht. Wenn du nicht reden willst, alles klar. Gut. Hallöchen. Bin ich hier freundlich gesinnt? Ich habe so viel, treffe ich Sturmtruppler. Keine Ahnung, was so... Oh, da ist er. Gute Arbeit, geschafft, geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Was glotzt du so? Mit wem redest du? Mit meinem Schiff, Dementis. Guter Name, klingt gewaltig. Ach, was weißt du schon? Hast wahrscheinlich nie ein Schiff geflogen. Vielleicht bringe ich dir mal bei. Wenn du mit deinem Jedi-Zeug fertig bist, kriegst du auch einen kleinen Nachlass. Gute Landung. Was? Oh ja, ganz locker. Kinderspiel für einen guten Piloten. In Star Wars kannst du so einfach verrecken, wenn irgendwie einen beschissenen Piloten hast, ne? Ich musste aber niemanden töten dafür. Ich war vorher wert Darth Vader und einer eurer Piloten crasht voll in den Berg rein. Ja, eher eine große. Es ist gut. Und so irgendwie geht's drauf, also. Hast du denn kein Jedi-Kram zu erledigen? Vielleicht Vader direkt nicht, weil er kann ein bisschen aushalten, aber stell dir mal vor, du wärst irgend so ein anderer Obermotz und so. Nun geht's irgendwie so drauf. Wie lange warst du auf Bracker allein? Ich war nicht allein. Ich hatte... So, Leute. Freunde? Mit Geheimnissen hat man keine Freunde. Ah, keine Sorge. Freunde werden überbewertet. Was hat es gesagt? Dass wir seine Freunde sind. Ah, das ist irgendwie süß. Ist alles okay? Prima. Ich genieße etwas Ruhe und Frieden. Okay. Aha. Gut, hoffentlich geht es hier ein bisschen besser voran. Als auf Datumier. Das wäre nicht schlecht, ne? Bin ordentlich gelevelt. Ich stehe kurz davor, noch ein Level abzukriegen. Also wäre ja nicht schlecht, wenn ich das... Dann sehe ich doch schon was. Wenn ich hier was Schönes finden würde, ne? Ja, wenn ich mein Level abkriegen würde, meine ich. Oh, na gut. Hast du was
was gefunden, BD1? Blau 1. Alles klar. Hier sieht es auf jeden Fall ein bisschen besser aus, so zum Navigieren, habe ich so ein Gefühl. Wenn nicht alles so dunkel ist und so bräunlich. Da ich nehme mal stark an, wir können da nicht durch, aber ich gehe trotzdem mal gucken. Versperrt. BD1 nur, na klar. Hätte ich doch jetzt mal irgendwie R2D2 oder T3-M4 wie in Knights of the Old Republic und so, ja. Wir könnten durch jede Tür gehen, aber nein. Bei mir habe ich das Gefühl, diese ganzen Druiden-Kollegen in den Filmen und so, oder hier in den Spielen in diesem Fall, die werden irgendwie immer kleiner und lähmer. Also nicht. Mein R2D2 war schon relativ langweilig, wenn ich ehrlich bin, also. Oh. Die zerreißen einen Sturmtruppler. So, probieren wir mal. Die sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. So, die halten viel mehr aus. Warum? Nein. Okay. Scannen bitte. Nicht den. Sturmtruppler. Du mich hören? Imperium, Sie haben Seppo. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Yep. Fußabdrücke. Ja, was ja, wir finden ja Sturmtruppler, das ist halt erst was wir untersuchen, ne? So, falls Sie nicht wissen, was Sturmtruppler sind, sie sind ja überhaupt nicht bekannt oder so in allen Star Wars, wenn man die unter Star Wars versteht. Ich habe gemerkt, ich habe noch gar keine AP verloren bis jetzt. Oh, das war jetzt nicht fair. Okay, die halten ein bisschen weniger aus. Okay. Hier sind auf jeden Fall einfacher als auf Datum hier. Bin ich gut. Nicht deutlich, aber ich schaffe es hier durchzukommen, ohne jeden Kampf direkt zu verrecken. Da kann ich darüber springen. Sieht aus, als könnte ich eine Abkürzung schaffen. Oder diese Tür, oder? Aber hier sieht auch hart optional aus, also. Hm. Ich dachte, da stand jemand gerade. Ich dachte, ich wäre ja irgendwie bei einer Abkürzung. Da. Haha, so. Ja, mal kurz hier zurück. Ah, das ist auch schön, eine Abkürzung zu schaffen in dem Spiel. Es gibt ja so das Gefühl von Fortschritt. So, dann werden wir mal kurz auf. Gegner können ruhig respawnen, habe ich kein Problem mit. Und ja, erhöhen unsere Chancen mal ein bisschen hier weiterzukommen. So, kann ich das lernen? Nö. Greift gerade aus einem Sprinter aus an, kann er seine Speziallichtschwertangriff ausführen. Ja, meinetwegen. Das ist nicht, als hätte ich was anderes gerade zur Auswahl. Alles klar. Weil diese fancy Angriff. Für den einen Skill brauche ich zwei Dinger, ne? Es kann vielleicht nicht schaden, die alle zu holen, bevor ich hier weitermache. Und ja. Ja. Alles klar.
Gut, auf der rechten Seite war aber noch was, glaube ich. War noch ein anderer Weg, den ich gehen konnte. Gehen wir den erstmal. So. Halt. Da ist also so was von irgendwas. Pass auf. Wir haben schon all das für nix. Kann ich da irgendwann hochrennen? Was? Oh Gott, 4 von denen, ehrlich? Okay. Vielleicht kann ich irgendwann an der Wand laufen oder so. Mal schauen. Zuerst einmal gehen wir. Die Gegner sind, glaube ich, respawned. Aber das macht nichts. Ich kann, glaube ich, darüber gehen, ohne. Du blödes Mistviech, ey. Kommt er natürlich aus dem Boden geschossen, ey. So, Gefühl, ich mache mich hier voll zur zur Zielscheibe. So, wenn ich das Ding hier anmache, oh, da sehe ich was. Echo Wahrnehmung aufnehmen. Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Waren auf der Flucht. Vor was könnte sie ein bisschen hier entkommen? Hier gibt es ja nur Sturmtruppler und diese Monster hier, gegen die ich gerade gekämpft habe. Ist doch überhaupt nichts Gefährliches, ey. Warum sind hier so dunkel? Egal, da ist dieser verschlossen, oder? Ja. Schlimmfach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Oh ja. Yeah. Hab jetzt 3. Oh ja. Yeah. Seine Dinge kann man auch hochleveln, das finde ich schon mal sehr geil. Ah, oh, schön. Irgendwo hier runter. Ich hoffe nicht. Alles klar. Okay, wir werden indirekt doch ein bisschen stärker. Allein schon, weil ich mehr Dinger jetzt tragen kann. Da ist doch auch schon mal was. Hallo? Nehme ich gerne an. Da greift doch mal an. So. Oh, kriege ich gar keine Erfahrungspunkte mehr? Ich werde nur eingebellt. So. Vielleicht kann ich ja nichts mehr lernen. Weil da war ja nur ein Skill. Ich brauche halt nur 2 Dinger dafür. So, ja, weiter. Ich könnte eigentlich zurückgehen und mich heilen, aber hi. Ehrlich? Habt ihr was gesehen? Hi und aus. Hier auf, beide.
Oh, sehr gut. So funktioniert das. Das war einfach. Ah, was denn? Oh. Boah, es kann auch nicht die Sturmtruppler. Ach so. Ich danke dir. Warnung. Dieser Bereich ist gesperrt. Code. Blablabla. Kein Verkauf oder Handel. Mal angewöhnen, die ganzen Dinger mal zu lesen. Da kann ich nicht rein. Aber da kann ich hoch. Aber da ist eine Truhe. Hey. Ey. Was war da drin? Pflicht und Entschlossenheit. Gott. Okay, weiter. Soweit bis jetzt noch nicht so viel Problem. Ich hätte vielleicht doch erst hier hinkommen sollen, ey. Aber wer ahnt denn soweit? Dann gibt mir doch nicht so eine blöde Auswahl, wenn ich sowieso noch nicht reingehen sollte. Na, kann ich mich an denen anschleichen? Einen Moment habe ich echt angegriffen, habe ich echt vergessen, was der Angriffsknopf noch mal ist. So, boom, den habe ich geplant. Mein Gott, gegen die Dinger, gegen die Typen zu kämpfen ist viel einfacher. Wo denn? Ich drück doch. Oh, da hinten sind noch welche. Scout-Truppler. Okay, da hätte ich mich da unterstützen müssen oder was? Einfacher zu machen. Da sehe ich was. Oh, voll auseinander. Ich bin gerade zufällig am Rennen gewesen, also. Nimm sie und geh. Ich locke sie weg. Oster, nein. Getrennt. Ich drücke sie. Da war doch eine Ablenkungsmanöver. Stimmt, wir müssen also Kinder finden, oder? Habe ich da was irgendwie nicht mitbekommen? Ich habe schon mal extra falsch mitbekommen. Weg. Na los, holen wir ihn uns. Verstanden. Hey, konntest unmöglich wissen, dass ich hier drin war. Vorsicht, geht in Deckung. Mach jetzt keinen Fehler. Oh Gott. Ich werde dich ausschalten. Kommt denn der auf einmal her? Ich lebe für die Jagd. War Verschwendung, aber Zeit. Okay, boah, die Sturmtruppler zu bekämpfen sind viel einfacher. Boah, ich wusste jetzt immer zum Scannen. Okay, mir gefällt der Part. Wir schaffen ja ordentlich was. Räumungsbefehl. Nur das Land. Gut. Nachher hätte ich mich schon wieder anschleichen. Hey. Da sehen wir mal, was für eine Art Spielstil ich hier wähle, ne? Da ist langsam aber so ein bisschen knapp, wie was mal. Ah! Mit so einem Speicherpunkt oder so. So. Ja, die sind mit einem Blasterschuss weg. Die sind mit einem Schlag weg, mehr oder weniger.
definitiv einfacher als Datumir. So, Hallöchen, na? Da sind schon wieder zwei von den Scout-Truppen. Was ist das, BD1? Das Outfit. Material halten. Ah! Gott. Müsste man was sagen, ey. Ich bekomme doch gar nicht mit, dass die hier alle rumläuft. Was war das? So, erst einmal. Da. Oh. Okay, ich habe meine Ärmel jetzt geändert, mehr oder weniger. Er war ein bisschen am Rumspacken. Okay. Ups. Man soll stylisch da so reinrollen, aber dann lasse ich mich auch fallen, ne? So das gewesen, der so umgefallen ist oder was? Mein Gott, erschreckt mich hier nicht so. Das sieht doch voll verdächtig aus. Irgendwie ist ja nix. Da kam ich. Ja, okay. Warum sehe ich Sturmtruppler? Warum sind wir immer noch hier? Auf diesem Planeten gibt es nichts. Vielleicht irgendein historisches Artefakt oder sowas? Immerhin graben wir. Wen interessieren schon Steine und alte Tonkrüge? Ich mag Sturmtruppler zuzuhören. Ich habe schon Jedi Knight 2 gerne gemacht. Hi, na? Aus hat er gerade ausländischer gesagt, erst abknallen. So, oh, da sind weiß nicht, wie man die nennt, so mit so gelben Schulterdingern, sind glaube ich Kommandanten oder so, ne? Oh, ich kann mich sogar an denen vorbeischleichen. Guck mal, ich gehe jetzt hier den richtigen Weg und das sieht aus wie ein Speicherpunkt. Cool. Ah. Hoffentlich bist du bereit. Oh, da ist noch einer. So, jetzt kann ich mal diesen Tritt machen. Gut. Oh. Alles klar. Ich kann mich einfach jetzt von hinten an denen heranschleichen, ne? Oh. Na. No. Ich will die aber auch erledigen. Vor allem der eine, der sieht. Oh. Ah. Scomp-Anschluss. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Werde schon irgendwann herausfinden. Auf Datumir war auch so ein Teil. Gott. Ich sollte schon mal irgendwie den Speicherpunkt da ansteuern, den ich gesehen habe. Wäre vielleicht besser. Ah ja, komm, dann mache ich euch. War ich hier schon? Ja, ich war ja gar nicht. Nur. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft denn. Was war das? Na, wie bist du denn jetzt in, ey? Holt ihn euch! Achtung, er bewegt sich! Oh, die sind so viel einfacher zu bekämpfen, ey. Ja, ich hab schon gemerkt. Nicht funktioniert hat.
So, irgendwie ist das viel einfacher, die... Ja, ich muss das scannen. Irgendwie ist das viel einfacher, die während diesen roten Angriff hier anzugreifen, ey. Kommandeur. Ja. Ich habe gar nicht von Weitem erkannt, dass das so ein Scout-Truppler war. Kommandeur, Kommandant. Der ist ja einfach das gleiche, oder? So gut. Gehen wir mal zum Speicherpunkt. Kann ich diese Brücke darunter machen oder so? Oder was da immer ist. Oder brauche ich wieder, ja, ich brauche wieder dieses, was auch immer ich dafür brauche. Wenn ich raten könnte, würde ich sagen, Machtschub oder so. Aber jetzt sagt mir nicht, ich muss ja den ganzen Weg da hoch. Kann ich mich nicht hier festhalten oder so? Nee. Oh, dann gehen wir noch mal den ganzen Weg hier rum. Ich wollte schon sagen. Okay. Und dann, da war ja da hinten ein Speicherpunkt, ne? Gott. Dann haben wir schon eine Menge erreicht, würde ich sagen. Diesen Part. Wir können stolz auf uns sein. Gut. Da ist ein Speicherpunkt, oder? Nee. Doch. Gut. Alles klar, wir haben 3 Stimpacks. Wir müssen 2 Dinge haben, glaube ich, um das andere Ding freizuschalten, ne? Dreck. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, was für diese Folge. In der nächsten Folge geht's weiter hier auf Sepho. Schon wieder vergessen. Und ja. Gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Mir hat der Part auf jeden Fall gefallen. Hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.